Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal wieder Horse Reality, wo ich eine kleine Neuigkeit für euch habe, auf die mich ein liebes Community-Mitglied hingewiesen hat, dass ich das doch auch machen könnte. Fand ich gar nicht mal so schlecht, die Idee. Erstmal lieben Dank für den Namensvorschlag. Da wurde ich gebeten, die kleine Maus hier doch Polly zu nennen. Bei Polly weiß ich allerdings noch nicht, ob sie dauerhaft bei mir bleiben wird, einfach weil sie 5 Average hat. Sie ist zwar interessant, weil sie ein Splashed White Gen hat, aber bei nur 9 Good und 5 Average, sie ist interessant, weil sie das blaue Auge hat. Deswegen weiß ich noch nicht so richtig. Wenn ich Polly behalte, wird aber auf Dauer Prinzessa gehen. Prinzessa ist eh schon. Kann ich euch gerne mal zeigen. Prinzessa ist bereits 11 Jahre alt. Das ist noch nichts eigentlich. Aber Prinzessa ist ähnlich von den Werten, beziehungsweise ganz, ganz schlimm. Die hat viel durchschnittlich, unterdurchschnittlich. Das heißt, die wird dann mich dementsprechend verlassen. Dafür würde ich dann Polly lassen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Ich glaube kaum, dass ich Polly verkaufen lässt mit den Werten. Aber das wäre so das Einzige, weil sie ja sonst mit den guten Werten vielleicht mit einem guten Hengst dann einigermaßen ja normales Fohlen halt eben bekommen könnte. Ich bin dann darauf hingewiesen worden, dass es ja auch möglich wäre, ja halt eben Auftragszuchten aufzunehmen. Es ging nämlich im Eigentlichen darum, dass ja Interesse bestand an einem meiner Fohlen, das aber trotz, dass die Eltern beide Tobiano-Gen haben, kein Tobiano geworden ist. Warum auch immer, wahrscheinlich durch die Vererbung vorher, durch die Großeltern sozusagen. Ja, und das ist halt eben leider nicht dazu gekommen und ich werde das aber weiterhin versuchen für sie und sie möchte dann gerne, wenn es ein Tobiano ist, dieses Fohlen gerne haben. Ne? Also habe ich generell nichts gegen. Ich zeige euch mal, wie das für mich jetzt in dem Moment, wie ich es halt eben verstehe, für mich ablaufen könnte. Ihr könntet zum Beispiel sagen, ich möchte. Gut, Moonlight Melody braucht noch ein bisschen, bis sie erwachsen ist, aber sie hat zum Beispiel nicht nur relativ gute Werte, würde ich sagen, sondern eben auch zum Beispiel das Roan-Gen. Wer sowas sucht bei den Mustang-Pferden, ne, der könnte dann zum Beispiel sagen, okay, verpaare sie doch bitte zum Beispiel mit Charlie. Charlie ist erstmal klinisch geprüft und er hat das Tobiano-Gen. So könnte man zum Beispiel sagen, okay, entweder kommt Tobiano durch oder halt eben das Roan, vielleicht sogar beides. Ein Tobiano-Roan-Fohlen, das wäre auch interessant. Dass das halt eben dann von euch gewünscht ist. Ich würde dann dementsprechend demnächst, wenn ihr das wollt, meine Stuten alle leer laufen lassen. Das heißt also, alle Fohlen kommen einmal zur Welt. Ihr könnt mir schreiben, welche Konstellationen ihr haben wollt. Was nicht funktioniert, und das zeige ich euch direkt mal, wer jetzt generell sagt, okay, einfacher wäre es ja, Roan mit Roan zu verpaaren. Ich habe zum Beispiel Magic Power. Magic Power und Moonlight Melody sind aber Vollgeschwister. Das heißt, das funktioniert nicht. Und da so Inzucht mache ich nicht. Also da achtet bitte auch drauf, dass die Eltern nicht gleich sind. Ne? Dass ihr da halt nicht mich in irgendwelche Probleme bringt. Ich werde das natürlich auch immer dementsprechend prüfen, ob das funktioniert. Bitte keine Wünsche hier unter das Video, sondern mein Name steht hier, Dani's Games World. Das gebt ihr dann dementsprechend in die Suche ein. Die ist hier, Suche, Nutzername, Dani's Games World eingeben, Suche. Ne? Und ich habe, das zeige ich euch mal, dieses Bild. Da findet ihr mich dann auch sehr, sehr gut. Ne? Ich denke, so viele Dani's Games World wird es in dem Spiel auch nicht geben.
sodass ihr mich da leicht finden solltet. Und dann schreibt ihr mir eine Nachricht, welche Fohlen ihr haben wollt, was eure Preisvorschläge sind und wie das Ganze ablaufen soll. Ich persönlich würde vorschlagen, das Ganze über die FT laufen zu lassen, dass ihr sagt, okay, ich stelle, auch wenn ihr vielleicht von eurer Stute ein Fohlen wollt und wollt aber mit einem Hengst von mir verpaaren, könnte man auch miteinander sprechen und sagen, hör mal, ne, mir sind da vielleicht die Preise zu hoch oder so, auch das könnt ihr mir gerne schreiben. Andersrum, wenn ihr sagt, okay, ich möchte von zwei deiner Pferde ein Fohlen für mich haben, könnte man ja sagen, schreibe ich dir in deine Nachrichten und sage dir, ich zahle dafür für die und die Werte, also für 12 mal gut 1000, für, ja, weiß ich nicht, wie sich das dann staffelt, für 2 mal very good dann 1500 oder so. Kann man alles besprechen und darüber reden. Ja, dann wollte ich euch noch zeigen, Shadaya, sie ist heute erwachsen geworden. Eine wunderschöne Stute, wie ich finde. Das heißt, wir werden sie zum einen aktualisieren als arabisches Pferd. Das zum einen. Dann werden wir sie mit Imero paaren, also Pferdgesellschaften. Und da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Er hat 12 mal gut, sie hat einmal Durchschnitt. Ich denke, da wird ja eher dieses dann dabei rumkommen. Na, also was sie halt eben hat, die Shadaya. Von der Genetik her sind sie relativ ähnlich. Entschuldigung. Aber probieren wir es einfach mal. So, und in der Ausbildung habe ich sie leider noch nicht so weit, dass ich sie ins Training schicken kann. Gleich direkt mal hier versorgen, wenn wir sie schon dabei haben. Aber ich finde, sie ist eine wunderschöne geworden. Und gar nicht mal so unähnlich dem, wie sie als Fohlen aussah. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was für ein Fohlen daraus kommt. Wenn ihr schauen wollt, ob euch Pferde von mir gefallen, dann schaut einfach in den Sale rein. Da sind so einige. Sie geht heute auch in den Verkauf. Da muss ich mir noch überlegen, was ich für sie nehmen möchte. Da habe ich so einige drin. Pocahontas wird mich jetzt doch verlassen. Also ich habe sie eigentlich sogar wieder zurückgeordert. Ich hatte sie schon mal verkauft und hatte aber noch ja im Gedächtnis, dass sie halt eben Nachwuchs von Charlie halt eben erwartet hat und habe sie dann nochmal zurückgeordert und ja, jetzt werde ich sie doch verkaufen. Also Fohlen von ihr werden nicht so gut, als dass ich mich da wirklich nicht von ihr trennen könnte. Und ich brauche Platz, ne? Ich züchte jetzt mittlerweile so, da war gerade ein Frosch im Hals. Sorry, musste ich gerade mal ein bisschen muten. Ich züchte mittlerweile auf gute Werte bei den Mustangs oder halt eben auf interessante Farben. Beides hat Pocahontas nun auch nicht unbedingt, als dass ich sie behalten möchte. Deswegen kann sie weg. Wer sie haben möchte, sehr, sehr gerne mit Fohlen im Moment. Ja, also da zugreifen, günstiger kommt ihr im Moment nicht an zwei Pferdchen gerade ran. Ein Shire verkaufe ich, die kleine Soraya. Genau, Sedleki geht auch in den Verkauf. Hat 9 Good, 4 Very Good, kann ich euch auch mal zeigen. Wer da Interesse hat, ich werde mal ein bisschen abwarten, bis ich die in den Verkauf setze. Und dann könnt ihr mir gerne eure Vorschläge
unter dieses Video setzen, was ihr bereit wärt zu zahlen. Oder halt am besten gleich anschreiben. Hier, Mitteilung. Gleich rein. Sedleki verkaufe ich, weil ja, einfach ich schon solch einen Fohlen habe. Ne, ich habe Brenda, die hat dieselben Gene, hat zwar einen Very Good weniger, wird aber jetzt demnächst schon erwachsen und dann kann ich da direkt mit züchten. Ich möchte nicht noch wieder warten drauf. Ne? Deswegen geht Sedleki in den Verkauf. Genau. Ne, Soraya passt farblich dann nicht mehr bei mir rein. Lidler Muse heißt einfach kleines Mäuschen. Deswegen habe ich Mäuschen in Klammern dazu geschrieben. Ich fand das einfach süß. Ja, geht halt eben auch. Sie hat eigentlich auch mit einem Splashed White, 13 Good und einem Very Good, ist sie gar nicht mal so schlecht. Ja, Frara hat 9-mal Good, 5-mal Very Good, die geht auch. Highflyer, ein Wedge Pony habe ich, Feodora, Carino sind halt eben meine Oldenburger Fohlen, die ich dann verkaufen möchte. Und ein Akal-Theken. Abendglanz. Den kann ich nicht behalten, weil ich keine Stute hätte, mit dem ich ihn ja vergesellschaften könnte, halt eben züchten könnte, weil entweder ist es seine Schwester oder halt eben seine Mutter. Und das wird blöd. Ne? Und die Farbe ist jetzt auch nicht so spektakulär, als dass ich ihn als Zuchthengst behalten könnte. Deswegen kann auch er halt eben gehen. Wenn ihr da Interesse habt, schaut gerne mal rein. Durch diese zwei grünen Pfeile seht ihr ja immer, welche Pferde im Verkauf sind. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut gerne, was ich für Pferde habe, welche für euch in Frage kämen. Mache ich sehr gerne halt eben auch diese Züchtersache für euch. Ja, und dann sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, und ciao, ciao!